gerade, ich will mein Fun Lovers, schwere Sprache, von November und Dezember machen. Ja, fangen wir mal an, weil ich muss mich beeilen, weil eigentlich sollte ich um eins wegfahren, damit ich meinen Nageltermin erwische und ich muss noch mit Spooky Nate raus. Also wird's knapp. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Videos ich drehen kann. So eine Scheiße. Nur so nebenbei. So. Also, Serien habe ich bei beiden gar nichts stehen, komischerweise. Fragt sie mich nicht, warum. Dann Filme. Habe ich einmal Fluch der Karibik 5. Ich glaube, das war der fünfte Teil. Der letzte war das. Mit meiner Mom und mit meinem Bruder geschaut. Dann Guardians of the Galaxy 2. Den hat nämlich mein Bruder nicht gesehen gehabt, glaube ich. Nein, ich glaube nicht, weil den habe ich nämlich im Kino mit Jan gesehen. Und ja, ich mag den Film, aber ich glaube, da wird kein Teil mehr rauskommen, leider. Dann im Dezember haben die Min und ich Venom angeschaut. Ich hoffe, ich sprich es jetzt endlich richtig aus. Der ist so geil, der Film. Ich habe mich so tot gelacht. Der hat zwar eine Weile gebraucht, bis man reinkommt in den Film, aber ich fand den so cool. Den fand ich wirklich cool. Dann habe ich mir noch zu Hause mit meiner Familie Avengers Infinity War angeschaut, weil da kommt der im April, glaube ich, der nächste Teil und ich freue mich schon voll drauf. Ich freue mich so sehr drauf, aber ihr wisst, dass ich ein Marvel-Junkie bin. Ja, dann nicht runterfallen. Ich habe dich im Blick. Dann habe ich auch ziemlich brav gezockt im November und Dezember. Ich habe wieder Metal Gear Rising gezockt. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Wirklich schon lange nicht mehr. Aber es hat Spaß gemacht, die Sachen zu zerschneiden. Ich habe ja auch jetzt diesen, also den habe ich schon länger freigespielt, den Modus. Da brauchst du nur diese mittleren Knöpfe drücken und dann kannst du die ganze Zeit alles zerschneiden. Ich stehe drauf. Klingt makaber, aber es ist so. Dann habe ich auch den vierten Teil fertig gespielt. Ich habe nämlich schon angefangen gehabt und habe es vollkommen vergessen. Weil man kann ja jetzt bei der PS3 auch Trophäen sammeln, damit ich es rauskriege. Und deswegen kann ich mich erinnern, dass ich wieder angefangen habe. Und der sieht so aus. Mann, habe ich geheult. Wirklich war. Ich bin wie ein kleines Baby gewesen bei dem Spiel. Aber das war, ach, mein Lieblingsteil. Ist es immer noch. Also, ja, den habe ich durchgespielt, also den Rest noch. Und dann habe ich, das ist voll peinlich, ich habe das vollkommen vergessen, dass ich von Phantom Pain den PS4-Ding habe und PS3. Wie gestört ist das? Ich habe sogar beide angefangen. Aber mir fällt gerade auf, bei irgendeinem komme ich nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es PS4, glaube ich, ist das. Oder? Dann könnte ich bei der PS3-Version weiterspielen. Bitte denkt euch nur den Teil und schreibt es nicht. Ich weiß, das ist so gestört. Aber bei dem tue ich mir wirklich schwer. Beim vierten ist die Steuerung leicht. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, bis ich wieder reinkomme. Aber beim fünften... Pff, also da... Ich hasse diese Steuerung. Nur so viel dazu. Also ich komme mit dem oft sehr schlecht klar. Wirklich sehr schlecht. Was komisch ist, weil ich... Ja, also wenn sie mich erwischen, kommt immer so, beziehungsweise wenn die Soldaten dich erwischen und die Soldaten sind nicht mehr so dumm wie in den anderen Teilen, sondern sie sehen dich gleich von Weitem, wenn du dich ein bisschen bewegst und dann, wenn sie dich erwischen, kommt so eine kurze Zeitlupe, wo du ausnutzen kannst, sie zu killen. Meistens bin ich aber zu weit weg und meistens kriege ich so einen Herzinfarkt, dass ich vergesse, die Waffe zu ziehen und dann erwischen sie mich. Und bis das dann vorbei ist, bis sie dich nicht mehr suchen, dauert das ewig. Und das ist mir oft passiert. Habe ich auch einmal auf Instagram postet, wo ich mich im Karton versteckt habe. Dann habe ich die falsche Taste gedrückt und der hat ist rausgesprungen aus dem Karton und dann haben sie mich erwischt. Ich weiß aber nicht, ob ich das auch auf Instagram postet, aber auf jeden Fall ist mir das passiert und ich habe mich so geärgert. Ja, also es ist ein bisschen schwieriger als die anderen Teile, finde zumindest ich. YouTube und Musik. Ja, ich habe oft den Song Baby von Marina. Fragt mich jetzt nicht, wie die anderen heißen, aber der Song heißt Baby. Im November gehört und im Dezember war ich richtig Westlife und Backstreet Boys verrückt. Backstreet Boys nicht mehr, weil ich kann nicht auf das Konzert und das pisst mich an. Deswegen höre ich die jetzt nicht mehr, weil das ist komplett ausverkauft, das Konzert. Ich habe nochmal nachgeschaut. Leider. Leider. Was will man machen? Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal entdeckt. Stimmt nicht ganz. Derjenige war bei mir bei Müller einkaufen und wir haben halt so... Ich habe es nur zufällig gehört und habe ihn darauf angesprochen. Und dann seitdem habe ich den Kanal gesucht. Das ist der Chris Viral. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Jo. Aber ich habe in letzter keine Zeit mehr, Videos zu gucken, weil ich will mich auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Ja, aber seine Videos habe ich wirklich, also fast sogar alle durchgeschaut. Ja, man ist gestört, also was soll man machen? Jo. Also das war im November und Dezember hauptsächlich der Fall. Ich habe halt viel Musik gehört, wenn nicht, habe ich seine Videos geschaut. Ja, er ist nämlich auch Österreicher und ich finde das witzig, weil ich kenne kaum österreichische YouTuber.
Kennst ihr welche? Ich nicht. Nicht zumindest so viele. Bücher, das steht bei November gar nichts, komischerweise, aber bei Dezember. Das hole ich jetzt nicht, weil ich kann dieses Buch nicht leiden. Aber ihr habt es, glaube ich, in den letzten Videos gesehen. Das ist dieses Die Säulen der Erde, was ich wieder nicht weitergelesen habe. Ich könnte mich ohrfeigen dafür. Aber ich habe keinen Bock mehr auf das Buch. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, na, dann lies es nicht, wenn du es nicht willst. Aber ich will es unbedingt durchlesen. Ich habe doch den Film gesuchtet. Warum kann ich das Buch nicht lesen? Naja, kein Wunder, wenn er dauernd irgendwelche langen Sachen schreibt, die mich voll krank machen. Aber was soll's. Also, ich zeige euch jetzt mal meine Favoriten von November und Dezember. Das sind relativ viel in Anführungsstrichen. Ich zeige euch zuerst die zwei Lippenöle, die ich da habe. Das ist das von P2, da fehlt sogar schon ein bisschen was. Das sieht so aus, das habe ich von der lieben Vivi geschenkt bekommen. Das benutze ich aktuell auch sehr oft. So wie das von Clarins, was ich einmal gewonnen habe bei einem Wettbewerb. Das sieht so aus. Mag ich auch. Ja. Es färbt halt so ein bisschen die Lippen ein. Dann bleiben wir gleich bei den Lippen. Es gibt nämlich zwei Lip Liner, die ich sehr, sehr gern mag. Das sind die von Yves Rocher. Die mag ich wirklich gern. So sehen die aus. Das ist einmal der rote, der 31 Rouge. Und der braune ist 51 Beige. Sehr intelligente Namen, würde ich mal sagen. Also die beiden Lippenprodukte habe ich im November und Dezember rauf und runter tragen. Mit dem Lip Liner eben in Kombination, weil ich den Lip Liner so mag. Und zwar war das einmal von MAC der C'est La Vie. Der sieht so aus. Der ist auch sehr knallig, den habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr benutzt. Den habe ich eher, glaube ich, im November als im Dezember benutzt. Weil im Dezember habe ich am häufigsten den von Too Faced genommen. Und das ist der Zimtbär. Ich lasse es jetzt lieber auf Englisch. Das ist der Zimtbär, der sieht so aus. Der ist auch wirklich, wirklich gut. Und ich habe jetzt wieder einen anderen oben von Too Faced und ich liebe die. Gestern hatte ich noch einen anderen oben. War das gestern? Vorgestern. Da hatte ich auch einen anderen oben und der war auch Bombe. Oh, Gottes Willen. Dann habe ich hier einen Bronzer, der sieht so aus, das ist von der Deko einer und den benutze ich sehr, sehr gerne. Ich muss davon, wenn man schon lange keine Videos mehr gemacht hat, ich muss sehr aufpassen, weil ich benutze immer zu viel davon, so sieht er aus. Aber ich mag ihn. Art Deco Bronzer waren immer meine Lieblinge, also ich keine Ahnung, warum ich aufgehört habe, die zu verwenden, aber ja. Dann haben wir noch, gucken wir mal nach, Essen. Wunderschön. Das ist ja das, worüber wir unbedingt reden müssen. Ihr habt ja das Food-Tagebuch schon gesehen. Da war am häufigsten eben diese Pizza vorhanden. Eigentlich die Tomate. Ich hoffe, ich habe die Bilder noch. Wenn nicht, habt ihr das eben im Food-Tagebuch gesehen. Und auch die andere, die mit dieser Spaghetti-Soße. Aber schaut euch das im Food-Tagebuch genau an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Kaffee war Starbucks natürlich, beziehungsweise trinken war Starbucks am meisten. Und sonst eigentlich nichts. Also ich habe eine richtige Kaffeephase. Eine richtige Kaffeephase. Und bei Sonstiges stand da nur im November Vivi getroffen, Gott sei Dank, weil wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Da habe ich aber leider nicht so viel gefilmt, weil wir haben halt häufig, beziehungsweise wir haben meistens über ein paar Sachen geredet, die ich halt nicht filmen wollte und deswegen, ja. Habe ich halt nicht so viel gefilmt an den Tag. Dann steht dann noch Sonstiges, da habe ich den Film Venom draufgeschrieben, weil ich da mit der Mien war. Und die Mien mag normalerweise solche Filme nicht. Wenn ihr das Video auf meinem anderen Kanal gesehen habt, habt ihr das eh mitbekommen, weil ich rede da mit ihr und sie sagt auch, also normalerweise mag sie solche Filme nicht, aber sie fand ihn nicht schlecht. Ja, das war's jetzt eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es mir jetzt so vorkommt, das wäre es kurz, aber ich muss mich beeilen. Ich muss mich wirklich beeilen, wenn ich jetzt noch das Aufgebraucht-Video drehen will, was ich, glaube ich, nicht auskennen wird. Aber ich muss es drehen. Also sehen wir sich dann im nächsten Video. Bye!